Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video gedreht über den neuen Hype-Duft 2022 und das war der Babycat von Yves Saint Laurent. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich da wirklich groß von geschwärmt habe, weil es mein absoluter Lieblings-Gourmand-Duft ist seit neuestem. Ja, ich habe zwar keinen vollen Flakon, aber ich habe mich in diesen Duft instantan verliebt. Also wirklich lieber auf den ersten Blick, weil es für mich einfach so ein richtig schöner, geiler Zuckerwatte Weihnachtsmarktduft ist, ja, also so richtig schön nach Süßspeise duftend, mit einer super Performance, so richtig schön, dass es in der Nase kitzelt und du so denkst, so krass, ich stehe jetzt gerade vor gebrannten Mandeln oder whatever auf dem Weihnachtsmarkt, ja. So viel zu dem Thema. Das Problem ist, der Duft ist sehr schwer nur zu haben, weil alle den irgendwie haben wollen. Yves Saint Laurent hatte ihn von der Website, war ausverkauft auf jeden Fall und Preise sind gestiegen und sowas alles. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und habe relativ schnell ein Video von einem US-amerikanischen YouTuber gefunden, The Perfume Guy, der gesagt hat, hey, es gibt vielleicht eine Alternative, die von demselben Parfümeur stammt und zu 99% ähnlich ist. Und das ist eben der Vanagloria von Laboratorio Olfativo. Und ich möchte euch gerne heute in diesem Video verraten, ob das hier vielleicht eine Alternative zu dem Babycat ist, die deutlich günstiger ist und ja, die man vielleicht einfach auch so dann kaufen kann, weil man den Babycat mag und man eine Alternative sucht, weil es den nicht gibt oder er zu teuer ist oder whatever. Gut, das ist natürlich schon mal ein sehr großes Versprechen. Und ich habe diesen Duft jetzt inzwischen getestet und kann euch sagen, ob der sich lohnt vom Kauf her und ob der dem Babycat nahe kommt. Zunächst mal vielleicht auch noch lohnenswert zu sagen, die beide stammen vom selben Parfümeur, von Dominique Roupion, der auch Portrait of a Lady gemacht hat, einen meiner absoluten Lieblingsdüfte und ich liebe Dominique Roupions Meisterwerke, ja. Deshalb auf jeden Fall schon mal von der grundsätzlichen Ausrichtung her, denke ich, ganz gut. Wie gesagt, ich habe den Duft getragen und zunächst mal vorweg, Leute, ich finde nicht, dass dieser Duft ähnlich ist zu Babycat. Ich finde, er hat gewisse Parallelen zu Babycat, aber er ist jetzt nicht so ähnlich, dass man ihn uneingeschränkt kaufen könnte, wenn man Babycat haben möchte. Aber dieser Duft ist mindestens genauso gut wie Babycat, einfach weil er ein bisschen nochmal so eine andere Richtung einschlägt, die ich persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich gut finde. Zunächst mal kommen wir zu den Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall ähnlich gourmandige Noten, die in diesem Duft hier mit vorkommen. Das war aber auch schon alles, was irgendwie so gemeinsam ist, weil nämlich diese gourmandigen Noten in diesem Duft hier anders eingesetzt werden. Und zwar werden sie nur als Begleitung eingesetzt, während sie bei Babycat tatsächlich so den Großteil des Duftes ausmachen. Ich finde, Babycat ist deutlich süßer. Ich finde, Babycat ist deutlich kitzelnder in der Nase, deutlich würziger. Während dieser Duft hier ein bisschen kühler ist, ein bisschen sanfter, ein bisschen runtergeschraubter von der gesamten Opulenz her. Und tatsächlich, was mich hier persönlich auch so dran begeistert und weshalb ich sage, dass ich diesen Duft hier auch grundsätzlich einfach empfehlen würde, wenn man auf diese Art Düfte steht, ist, dass hier, finde ich, eine sehr prominente Weihrauchnote mit drin ist. Das heißt, hier ist quasi so diese absolute Gourmand-Spitzenklasse ist hier das eigentlich ein Weihrauchduft, der aber mit Gourmand so ein bisschen angereichert ist und ein bisschen spannender gemacht wurde. Ja, grundsätzlich, die kommen sich im Drydown schon so ein bisschen nah, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wenn man jetzt Babycat mag, sollte man diesen hier unbedingt kaufen, weil einfach Babycat sich an Gourmand-Liebhaber richtet und dieser hier einfach an so Weihrauch-Liebhaber, ja, und an die Fans von rauchigen Düften. Ich finde aber tatsächlich, dass diese Weihrauchnote, die ja immer so ein bisschen einen kühlenden Charakter hat, diesem Duft hier extrem gut tut, weil es ein schöner Kontrast ist zu den sehr süßen Gourmand-Noten, die hier mit drin sind. Ich finde auch, dass mehr Weihrauch drin ist als Gourmand, was auch nochmal ein sehr großer Unterschied ist. Aber trotzdem, finde ich, macht das einen sehr, sehr geilen Spannungsbogen. Und du hast teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass du so ein bisschen so diesen kirchenartigen Weihrauch hast. Dann kommt aber direkt wieder die Süße und geht dem Ganzen so ein bisschen entgegen. Und dann ist irgendwie wieder doch so, okay, irgendwie ist es doch kein Kirchenweihrauchduft, ne? Sondern es ist doch irgendwie eher so ein Gourmand und so was Rauchiges und so. Also ist sehr, 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 sehr spannend, dieser Duft. Ich finde auch, dass der super in die aktuelle Jahreszeit passt. Also von den Temperaturen her, wir haben jetzt gerade diesen ultrakalten Tag mit minus 6 Grad draußen, jetzt morgens um, was haben wir, 7:30 oder was. Deshalb, das passt da sehr, sehr gut rein, weil auf der einen Seite natürlich diese süßen Noten wärmen, aber auf der anderen Seite die rauchigen Noten auch mit drin sind, was den Duft auch in geschlossenen Räumen wieder sehr tragbar macht und nicht zu süß und nicht zu überladen, ne? Also ich finde, er ist von der Komposition her wirklich sehr, sehr gut, nur ist er halt nicht ein Babycat-Ersatz. Er kommt dem zwar so
so ein bisschen nah in Drydown, wie gesagt, aber es ist jetzt kein Ersatzduft dafür. Ne? Aber grundsätzlich, wenn ihr auf Weihrauchdüfte steht und ihr sagt, okay, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, ein bisschen Gourmand mit dazu zu haben, oder ihr könnt euch den Babycat vorstellen mit ein bisschen Weihraucheinfluss, dann definitiv mal anschauen, weil dieser Duft hier sehr, sehr gut ist. Ein Wort noch zur Performance. Die ist nämlich tatsächlich auch, finde ich, sehr überzeugend, obwohl es ein Weihrauchduft ist. Was bei mir persönlich immer Düfte sind, gegen die ich schnell irgendwie so nasenblind werde. Also Weihrauchdüfte nehme ich nach einer gewissen Zeit nicht mehr wahr. Passiert hier tatsächlich nicht so schnell. Das heißt, damit habe ich auch so 8-9 Stunden Haltbarkeit, was für mich auf jeden Fall ausreichend ist. Und deshalb, ja, hoffe ich jetzt, dass ich euch ein bisschen einen Überblick geben konnte, was dieser Duft kann, was er vielleicht nicht kann. Und wenn ihr den anschauen möchtet, werde ich euch natürlich gerne den offiziellen Online-Shop in Deutschland in der Beschreibung verlinken. Das war's soweit mit diesem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ich hoffe, ihr habt diesen Duft hier schon mal getestet. Falls ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und seid ihr eigentlich auf diesen Babycat-Hype-Train aufgesprungen? Das würde mich nämlich auch interessieren, weil ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr viele Leute sind. Und ja, wäre tatsächlich jetzt auch meine Frage. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.